Also ich habe mittlerweile Gourmet für mich relativ anders definiert. Also das bedeutet nicht den höchsten Preis, das teuerste Produkt, sondern die absolute Frische. Also wenn wir eine Karotte aus dem Feld ziehen und kaum Schale haben, aber eine unglaubliche Süße und Saftigkeit, dann kann eine Karotte Gourmet sein. Es muss nicht getuned werden, weißt du, sondern es muss halt so, wie es sein soll, wachsen und dann, dann brauchen wir sich keine Sorgen machen. Egal, ob das nur eine Rübe ist oder ein besonderes Stück Fleisch oder Fisch. Ja, wichtig ist einfach, glaube ich, dass man dem Produkt versucht, die 100% Geschmack einfach zu entlocken. Gutes Essen ist für mich etwas, was nicht überlagert ist, was für sich selber stehen kann, wo man jede Komponente auf dem Teller essen kann und sagt, boah, da hat sich jemand was bei gedacht. Kochen hat ja immer mit allen Sinnen zu tun. Ja? Das heißt, wir müssen gucken, anfassen, riechen, schmecken und versuchen dann mit dem, was wir halt als Köche gelernt haben, irgendwie ein Maximum aus dem Produkt rauszuholen. Und das ist halt total unterschiedlich. Man kann was in die Hand nehmen und man hat es sofort vor sich. Und wenn man es gut behandelt und gut verarbeitet, dann hat man das Resultat sofort auf der Hand. Gutes Essen ist in erster Linie einfach auch guter Geschmack und das gute Gefühl, auch ein bisschen darüber Bescheid zu wissen, was du da letztendlich eigentlich auch isst und zu dir nimmst. Ja. Das sollte so sein, dass der Koch sich wieder in die Natur begibt und sagt, was wird mir dargeboten und wie setze ich das um? Und wenn er das gut macht, das sind ja auch ein paar, die das wirklich richtig drauf haben, dann merkt man das sofort. Dann ist man da angekommen in einem Konzept, wo man nicht wieder weg mag. Dann trinkt man einen über den Durst und dann isst man und dann lebt man und dann ist man einfach man selbst. Und dann geht man auch glücklich raus. Dann belohnt einen der Körper auch mit guten Gefühlen und so. Das ist gute Küche, wenn man sich nachher besser fühlt als vorher.